wollte heute mal nach langer Zeit, nach vielen, vielen Anfragen, mein Tattoo-Update-Video machen. Ich werde so oft gefragt, Melle, kannst du nicht mal wieder ein Video machen über deine neuen Tattoos? Und ja, ich bin noch lange nicht fertig, deswegen war ich mir überlegen, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Und ja, aber da ich ständig immer gefragt werde, ja, mache ich jetzt mal ein Video und zeige euch jetzt die Tattoos, die ich bis jetzt alle habe. Ich weiß nicht, wie ich das mit der Einstellung mache, ob ich, ja doch, ich denke mal, ich werde die vom Nahen dann ranzoomen und euch zeigen und dann halt einblenden, weil die Kamera, die fokussiert ja nicht automatisch. Ja. Ich habe heute echt einen Bad Hair Day, deswegen Cappy, aber es geht ja auch nicht um mein Gesicht, sondern um die Tattoos. Vorab muss ich sagen, Tattoos ist halt Geschmackssache. Entweder mag man sie oder man mag sie nicht. Viele, die haben halt so eine gespaltene Meinung, was jetzt so Tattoos betrifft. Bei mir ist halt so, ich lasse mir die Sachen tätowieren, die ich halt toll finde. Manche haben halt eine Bedeutung, manche halt einfach auch nicht. Ich finde die einfach nur ganz cool und wollte die dann gerne haben. Ich möchte gerne auch meinen kompletten Arm zuhaben und den anderen eventuell auch. Und dann kam halt von einigen, dass die Tattoos irgendwie nicht zueinander passen. Aber das ist gerade das, was ich halt mag. Also dieses Full-Sleeve-Dinger da, diese kompletten Armdinger, die sind ja meistens immer so, ja, ein Gesamtmotiv. Und das finde ich teilweise irgendwie nicht so schön. Ich habe halt so einzelne Sachen. Irgendwann werden halt die Lücken noch gefüllt und ja, ich mag halt, wie gesagt, jedes Tattoo, was ich da habe. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, wie gesagt, also wenn ihr die nicht mögt, ich muss ja damit mein Leben verbringen und kann das auch nicht mehr rückgängig machen, möchte ich auch nicht mehr, weil ich bereue es auch nicht mehr oder bereue es gar nicht. Also es gibt halt ein Tattoo, was ich irgendwann mal, also das ist hier dieses chinesische Schriftding, da mache ich irgendwann mal so ein Cover-up, aber das ist halt auch ein Ding, wenn das jetzt nicht gehen würde, dann wäre es halt auch da, egal, akzeptiere ich. Aber sonst die anderen Tattoos, die ich alle habe, die bereue ich nicht, die finde ich auch alle cool und ja, dann fangen wir mal an. Mein erstes Tattoo, ich weiß gar nicht, welches mein erstes Tattoo war. Ich glaube, mein erstes war halt hier dieser Stern. Ja, das war mein allererstes. Das habe ich mit einer Freundin zusammen gemacht, einfach nur aus Spaß, ja. Und irgendwann habe ich dann selber den Stern von einem Kumpel, der halt Hobby-Tätowierer war, ausgemalt mit Türkis. Da habe ich selber so mit der Nadel da an mir rumgefuchtelt und klappte halt ganz gut. Also vielleicht steckt in mir ein verborgenes Talent, Tätowiere. Keine Ahnung. Dann das zweite. Gott, ich weiß gar nicht, welches das zweite war. Ich glaube, das zweite waren dann halt diese chinesischen Zeichen. Das ist halt mein Name. Also wenn man das halt jetzt so rumhält, ist halt mein Name Melanie. Ich weiß nicht. War halt chinesische Zeichen mal irgendwie innen. Und da habe ich gedacht, mach's das einfach mal. Dann das nächste war halt dieser Schmetterling hier. Ursprünglich war das so geplant, dass meine Schwester und ich uns das machen. Also das ist halt ein halber Schmetterling. Und die sollte halt die andere Hälfte vom Schmetterling tätowieren lassen. Und da sollte innen drin halt der Anfangsbuchstabe von meiner Schwester halt da rein und meine Schwester halt von mir. Aber meine Schwester ist halt so Schisser, deswegen habe ich mir nur den halben Schmetterling gemacht und keinen Buchstaben rein, sondern einfach nur so Schnörkel so rein. Ja. Dann das nächste Tattoo war hier auf dem Arm Melle. Und gleichzeitig an demselben Tag habe ich über dem Hintern mir eine Elfe machen lassen. Ob ich die eingeblendet kriege, ich weiß es nicht. Ich muss gucken, ob das irgendwie klappt. Dann war hier der Mops. Der Mops mit dem Namen King Olynus. Dasselbe Tattoo hat mein Mann auch auf dem Arm, aber nicht da, sondern ich glaube hier oben drauf irgendwo hat er das.
Das war halt so eine Verewigung an unsere beiden Wuffis, die wir ja noch Gott sei Dank haben, aber fand ich ganz cool. Das ist halt so ein Karikatur-Mops. Und da sind halt die Namen mit bei. Dann muss man überlegen. Das. Dann habe ich hier oben, genau, steht Free as a Bird. Und da sind halt so kleine Vögelchen und die kommen hinten von der Schulter, ist halt eine Pusteblume. Da kommen die dann halt so raus. Und das war halt, genau, die Pusteblume wurde dann nachgestochen, quasi dann damit verbunden. Ja. Dann kam hier die Ballettschuhe. Die Ballettschuhe hat halt die Bedeutung, dass ich gerne als Kind total gerne Ballett machen wollte, aufgrund der Behinderung ja nicht konnte. Ich habe alles, was mit Ballett zu tun hatte, im Fernsehen geguckt, habe mich so begeistert dafür. Und deswegen habe ich mir hier so Ballettschuhe tätowieren lassen. Dann das nächste ist halt hier das Herz mit dem Lippenstift, so ein rotes Herz mit dem Lippenstift, halt für Kosmetik, weiß man ja. Dann, genau, habe ich hier und hier einen Kussmund. Das ist einmal der Kussmund von meiner Schwester und das ist der Kussmund von meiner Mutter, auch als Verewigung, weil Namen ist ja immer so, macht ja jeder. Und ich fand das halt ganz cool mit dem Kussmund. Ja, so die beiden. Dann, genau, das hier war ein Spontan-Tattoo mal gewesen, weil ich nicht auf meinen Termin warten konnte und dann hat ein anderer Tätowierer bei Facebook gepostet, hier Termin frei, bla bla bla, und ich dann angerufen und sofort Termin bekommen. Und ja, das war halt so dann spontan. Warte, ich muss gerade mal gucken. Genau, und mein letztes Tattoo, was ich jetzt machen lassen habe, ist hier diese Feder. Das ist jetzt, müsste fast 3 Wochen her sein. Ja. Aber wie gesagt, ich versuche nochmal alles irgendwie in groß dann halt einzublenden, dass ihr das von nahen sehen könnt. Und ja, also das wären jetzt so meine Tattoos bis jetzt. Wenn ihr die nicht mögt, dann ist mir auch egal. Also ihr könnt ruhig sagen, nee, sieht scheiße oder sonst irgendwas. Aber sie sind halt da, ich mag sie und ich möchte sie auch nicht mehr missen. Und ja, es kommen halt noch mehr. Und ich werde dann vielleicht in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr nochmal wieder ein Update-Video machen. Weil, wie gesagt, das ist einiges in Planung noch. Und da wird noch ein bisschen was dazukommen. Gut, dann würde ich mal sagen, war es jetzt von mir. Und ich hoffe mal, ihr konntet damit was anfangen. Und jetzt habt ihr euer Tattoo-Update-Video. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!